Und ich hoffe, Sie können die Sonne heute auch in vollen Zügen genießen. Es ist kurz vor neun und wir sind schon wieder Lukas im Enzberg. Genau so ist es. Morgen feiert die große Ella Fitzgerald ihren 100. Geburtstag und wir haben uns gedacht, diese Jazzsängerin... Eine ähnliche Fitzgerald holen wir uns durch. Ja, genau, die wollen wir feiern mit Karin Bachner. Einen schönen guten Morgen, bitteschön. What good is some moonlight, the silvery moonlight that shines up above? I walk with my shadow, I talk with my echo, but where's the one I love? With three, we'll wait for you, my darling, even till eternity. My echo, my shadow. My shadow and me. Karin Bachner, in Erinnerung an die großartige Ella Fitzgerald. Danke. Vielen, vielen Dank. Dankeschön für die Einladung. Und ja, sehr, sehr gerne. Ukulele und Jazz hat man so noch nicht gehört. Hat mich gefreut. Genau das und noch vieles mehr hört man, glaube ich, schon übermorgen in Wien, oder? Genau, man hört am 26. April, am Mittwoch, die Richard Österreicher Big Band und mich eben mit einem speziellen Ella Fitzgerald-Programm im Porgy & Bess, dem Jazzclub in Österreich und in Wien. Also nicht verpassen. Was hat für Sie die große Ella Fitzgerald ausgemacht? Die Ella war einfach eine Bombe auf der Bühne. Sie war scheu privat, aber auf der Bühne hat sie so geswungen. Sie war eigentlich Tänzerin, wollte sie werden. Und man hört das im Singen, diesen Groove und diesen Swing. Und das gefällt mir irrsinnig. Super. Karin Bachner, vielen Dank für den Besuch heute und morgen alles Gute. Danke.